Was geht ab, meine lieben Freunde? Wir haben wieder Zeit gefunden, um etwas zu schrauben. Wenn ihr das hier seht, woran denkt ihr dann? Ich denke an den CL. Und genau so weit ist es wieder. Der CL hatte jetzt, glaube ich, 6 Wochen Standzeit. Im Moment Katastrophe, die Batterie ist komplett tot. Deswegen muss ich die Powerbank immer ein bisschen mitschleppen. Neue Batterie werde ich diese Woche bestellen. Aber es geht nicht um die Batterie. Auch wenn jetzt die Winterzeit bevorsteht, kommen neue Räder. Ich habe neue Räder geholt für die Kiste. Die sind aktuell noch nicht in dem fertigen Finish, wie es sein sollte. Aber nichtsdestotrotz lasse ich es mir nicht nehmen und ich will sie auf jeden Fall mal Probe stecken. Lass die mal drauf für 3-4 Wochen. Vielleicht lasse ich sie auch gerade noch eintragen. Und die werden dann über den Winter nochmal aufbereitet, entlackt, Finish, sage ich noch nicht. Wird auf jeden Fall, das wird allererste Sahne, ist ein dreiteiliges Rad aus den späten 90ern, Anfang 2000ern. Ich denke, das steht der Karre richtig gut. Es sind keine MAEs, weil ganz viele Leute haben gesagt, MAE. Und davon gibt es mir zu viele Nachbauten. Also ich habe ein Dreiteiler-Rad gekauft, was auch zu einem sehr coolen Preis auf jeden Fall. Und hat ein Gutachten, das heißt, wir sind safe. Hamburg, ich will den Kiez schon rufen, Berlin, Kudamm, alles schon safe geplant. Also wenn die Kiste tief ist mit Eintragung, Räder mit Eintragung, dann kann es losgehen. Dann lassen wir mal schön einfliegen, wir gucken, das wird auf jeden Fall geil. Jetzt wird mal montiert, unterbaut habe ich die Bude schon und wir gucken mal. Ganz kurz, ich zeige mal eben. Die haben wir jetzt drauf mit der dezenten Tieferlegung, das sind die AMG Styling 3. Die habe ich jetzt mal inseriert. Bis ihr das Video seht, sind die wahrscheinlich schon verkauft und der Nächste freut sich daran. Die neuen. Nur ganz kurz in der Reifentüte, aber jetzt, Freunde, aufgebockt, es geht los. Hinten links. Digga, was ist das für ein Gullideckel? Alter, muss ich direkt an irgendwie an die Ninja Turtles denken, weil die sich immer im Gulli in der Kanalisation versteckt haben. Die wären da rausgekommen, safe. Ja, ich glaube, das ist Kegel. Kugel. Ach, Digga, ist doch egal, ob Kegel oder Kugel, hauptsache die Dinger ballern. Ich sehe gerade, der Pimmel hat gar keine Zentrierung drauf. Das Safe auf jeden Fall nicht die Mittelzentrierung, die ich gerne hätte. Oh, ist ja wieder Kopfnuss-Time. Bam, Alter, wird ich dem eine geben. Ich habe doch Schrauben mitbekommen. Aber trotzdem habe ich jetzt keine Zentrierung. Ist natürlich nicht so geil. Mann, Digga, es ist immer irgendwie sowas. Egal, ich versuche jetzt mal, ob ich die doch irgendwie so aufbocken kann. Nur mal zum Gucken. Nur mal zum Flexen. Oh, Mann, ich bin ein richtiger Dulli. High-End Luxury Wheels. Ja, das sind jedenfalls Narbenkappe. Das sind jedenfalls Mac Design. Genau, habe ich eben vergessen zu erwähnen. Mac Design Extreme 1. Ja, gibt es echt nicht mehr so häufig. Und wenn, wollen die richtig viel Kohle dafür haben. 66,6. Was habe ich denn da eben für einen Scheiß gemacht? So, jetzt sitzt das irgendwie besser. Oh, so ganz scheiße ist es doch nicht. Geil. Struggle. Gott, sind wegen die Scheißdinger nur so 6 Kilo. So. Die pushen hier noch schön einmal in Stauben. Dinger sind ja komplett zugesaut. Da hoffen wir gleich, dass das Ding auch noch anspringt. Ist jetzt egal hier mit diesem
laut Patrick Betttuch, Bettlappen, Bettlaken, keine Ahnung. So, dass das hier einmal schön sauber ist, dann noch Luftdruck und dann geht die Luzi ab. So, jetzt sind wir alle fast taub, weil wir den Kompressor, dieses U-Boot, Blue Submarine, anwerfen mussten. Luftdruck geprüft, vorne, hinten, alles am Schlüssel. Jetzt lassen wir die Lunzbude mal runter und dann checken wir den Lachs mal ab. Also ist noch 2 Meter zu hoch. Ich glaube, ich muss das halt erstmal hier mal fortbewegen, mal ein Stück zurückholen. Und wie es sich gehört, schön auf mit Starterpack in CL-Manier. Schön entweder mit Überbrückungskabel oder mit Starterpack. So, aber ja, jetzt kommt das Ding doch auf jeden Fall etwas böser. Finde ich schon mal geil. Draußen zum Filmen ist natürlich wieder viel zu dunkel. Ja, schon mal mies. Das ist mies. Wir gucken mal, vielleicht kriegen wir es noch irgendwie hin, dass wir den noch einmal im gesamten Stück zeigen können. Drei Tage später. So, Freunde, das war nicht so geil. Es war schon relativ dunkel. Jonas ist aber jetzt am Start. Es ist ein neuer Tag. Der knallt die Uschi für euch rein. Jetzt wird's geil, stabil. Ghetto-Style.